Hallo und herzlich willkommen zurück. Da bin ich wieder und wir widmen uns jetzt diesem Punkt. Lass mich mal kurz gucken. Ich muss genau abchecken, wo das ist. Ja, das ist eigentlich direkt unten an dem Zipfel. Da drüber ist noch so ein längerer. Den können wir uns vielleicht merken. Genau hier müsste das sein. Machen wir mal den. Und teleportieren uns direkt hin. Dann soll das unsere erste Prüfung sein. Mal kicken. So, da sind wir. Gestern hat es das erste Mal geschneit bei uns. Wie findet ihr denn das? Steht ihr so auf Schnee oder findet ihr Schnee doof? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Schnee total doof. Ich brauche keinen Schnee. Ich bin eher so der auf Inseln chillt. Und entspannt. Gut, hoffen wir mal, dass wir nicht so lange fliegen müssen. Urbosas Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Wieder nach oben müssen wir. Und mit Zeit. Okay. Einmal wahrscheinlich um Vulkan rum, ne? Nee, jetzt runter. Okay. Nur nicht zu weit runterfallen. Jetzt können wir den ganzen Mist nochmal machen. Also Mist ist es ja nicht. Ist ja eigentlich ganz cool. Macht ja Spaß, hier so ein bisschen durchzufliegen. Boah, Kamera, ich sehe nichts. Da ist das Ende. Jo, wir haben es geschafft. Im ersten Versuch, Mann. Sehr gut. Also noch einmal ist er nicht geschafft. Kann ja sein, dass es jetzt weggeht. Okay, wir können jetzt sagen, wir haben es geschafft. Da erscheint bestimmt der Schrein, ne? Cool, es ging relativ flott. Da haben wir ja innerhalb von 3 Minuten unseren ersten Schrein, freigelegt. Sehr cool. Dann widmen wir uns mal gleich der Schreinaufgabe. Gucken, was das ist. Und einen neuen Teleporterpunkt haben wir übrigens auch. Coole Sachen. Ja, so langsam habe ich die Steuerung auch wieder raus. Von dem Spiel. Nicht so wie in den ersten Parts, wo ich gespielt habe, wie so ein Hansel. Mich immer verdrückt habe und so. Okay, ich will jetzt nichts sagen. Es kann immer noch passieren, dass ich mich verdrücke, aber irgendwie geht's langsam. Also man hat sich wieder reingefunden. Shadow-Lon-Schrein im toten Winkel. Oh. Weil ich gerade über die Kamera gemeckert habe, ne? Im toten Winkel. Alles klar. Oder ist vielleicht was anderes damit gemeint? Weil wir jetzt hier am toten Winkel sind, ne? Ja. Okay, springen hätten wir gar nicht gebraucht. Als nächstes kommen die Flammen von beiden Seiten und klettern wir einfach nach oben. Dann haben wir das erste Rätsel schon mal geschafft. Die fallen runter. Ah, das sind die, okay. Die werden ja auch nicht mehr gebraucht, das ergibt Sinn. Alter, ich wollte eigentlich gerade springen und irgendwie ist er nicht gesprungen. So. Wir dürfen auch nicht vergessen, ne? Wir haben da noch so eine Schreintruhe. Ich denke halt jedes Mal, dass die dahinter ist. Hier irgendwie. Aber da kommen wir ja auch nicht hin. Am besten Willen nicht. Okay, wir haben jetzt hier so eine Zange. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Aber der Schrein hat schon mal nichts mit Lava zu tun. Auch komisch. Geht ihr davon aus, dass es ein bisschen was mit Lava... Oh. Hallo. Warum hält denn der sich nicht fest, Mann? Das war gerade ein Dover tot. Okay, also werden wir also beschossen, ne? Wenigstens sind wir nicht Game Over und müssen den ganzen Mist hier wieder von vorne machen. So ist das dann nicht.
Gut, da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir uns nicht beschießen lassen von denen. Guck mal, da ist auch ein Loch, das heißt, da kommt auch gleich einer runter. Oh. Mann, ey. Gut, da war die Kamera auch schon wieder doof. Ja, die Kamera ist es immer. Wisst ihr doch Bescheid, die Kamera. Hallo. Ich wollte eigentlich noch mitfahren. Ach, Kack hier. Gut, wir entspannen uns. Da kommt unsere Mitfahrgelegenheit. Danke. Das macht eigentlich mehr Sinn, wenn wir zuerst hinten bleiben und dann rumklettern. Denke ich. Immer in Bewegung bleiben. Ich denke, dann kann uns nichts passieren. Okay. Hey, wir haben es geschafft. Okay, immer in Bewegung bleiben. Da kann uns einfach nichts passieren. Was ist denn, wenn man sich hier unten fallen lässt? Nichts. Okay, hätte ja sein können, dass da unten noch irgendwie eine Schreintruhe ist. Ich höre Gegner. Okay. Da geht es rum, da ist Wasser. Das ist eine ganz schön lange Runde. Brauchen wir das Kryo-Modul? Dann gehe ich mal aus. Können wir das eigentlich... Können wir nicht einsetzen. Problem ist halt, wenn ich oben auf dem Schrein, also auf den Stein drauf bin, dann komme ich da nicht mehr... Dann komme ich da nicht mehr lang, oder? Halt, 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 halt. Oh, das war Glück. Feuergeruschschwert, na super. Also auch nur wieder eine Waffe, die man eigentlich nicht braucht. Muss ich mal wieder hier hochtüfteln, nicht? Ist doch ein Kackding, ey. Ist jetzt dein Ernst, Mann? Dass ich zu früh springe? Glaub's nicht, ey. Echt. Ich glaube nicht. So, aber müssen wir da eigentlich hin? Oder können wir mit den Steinen einfach weiterfahren? Die Truhe haben wir jetzt gesehen. Sind halt dann da höher, ne? Ich glaube, ich muss mich beeilen. Okay. Hier auf dieser Seite kommt man weiter. Die Truhe soll uns, glaube ich, nur ablenken. Also ist es gar nicht so verkehrt, dass wir doch gestorben sind. So. Naja, wobei, was heißt nicht verkehrt? Es ist eigentlich egal, dass wir... Ach, keine Ahnung. Eigentlich hätten wir jetzt einen Stern brauchen. Hier oben kommt man nicht weiter, da unten ist auch nichts. Bis auf die Truhe, die ständig runterfällt. Ja. Macht keinen Unterschied, wir müssen jetzt auf jeden Fall Punktlandung machen, aber es war jetzt kein Problem. Und dann müssen wir uns da nach oben arbeiten, dann haben wir es geschafft. Gut, dann setze ich mal hier schon einen hin. Ah, komm, war doch easy eigentlich. Wir sind zwar natürlich tot gestorben, ja. Wir sind tot gestorben. Wir sind doof gestorben, meine ich. Weil wir zu früh halt an der einen Stelle gesprungen sind. Da hat uns der Block halt rausgeschoben. Ja, es war so ein bisschen doof, gebe ich ja selber zu. Aber nichtsdestotrotz war der Schrein machbar. Ja, war halt easy. Diese Donnerschreine, die fand ich irgendwie schlimmer. Da sind wir öfters gestorben. Die sterben wir irgendwie nicht so richtig. Nee, nicht die Donnerschreine. Quatsch, die waren eigentlich auch leicht. Ich meine die ersten Schreine. Oder beziehungsweise die ersten Prüfungen mit den Gegnern und so. Das war ja Hölle. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ah. Zeichen von Houdania.
Voller Heilung, sammle diese drei Zeichen für eine neue Herausforderung. Wenn wir tun. Also wir mit tun. Die neue Herausforderung wissen wir doch eh. Noch zwei. Die neue Herausforderung ist, Ganons Feuerfluch zu besiegen. Heißt der Feuerfluch? Ich nenne ihn einfach mal so. Da habe ich auch keine Ahnung mehr, wie ich den besiegt habe. Einfach draufzimmern wahrscheinlich. Einfach ruf da. Wäre nur schade, dass wir keinen Bogen hatten. Ich kämpfe halt auch gerne mal mit Bogen. Aber gut, wir haben ja unser Zorn hier. Unser Blitzangriff. Den haben wir ja, von daher ist das okay. Dann müssen wir da nochmal hin. Es ist halt nur schade, dass ich da nicht hinreisen kann. Und teleportieren. Das macht mehr Sinn, sich hier hin zu teleportieren und dann zu laufen? Nee, macht das mehr Sinn? Kommen wir da rüber? Das weiß ich jetzt nicht. Das muss man ausprobieren, weil ich will halt nicht immer jedes Mal ständig darüber fliegen. Wir hätten uns auch Screenshots machen können und da gucken können, aber irgendwie ist das doof. Das macht sich ein bisschen doof, das dann immer zu vergleichen. Deshalb lieber doch real im Spiel nachgucken. Zieht es mal aus, dem Spiel rauszugehen. Zu viel Fummelei. Shimoidose-Schrei. Aha. Vielleicht können wir auch von hier rüberfliegen. Das ist hier. Wenn wir da zum Beispiel auf den Berg klettern. Ach nee. Hier stirb. Kein Bock jetzt auf dich. Eine Löschechse war da gerade, toll. Hätte man mitnehmen können, aber die kam jetzt überraschend. Die habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen. Ich probiere mal von hier oben dann darüber zu fliegen. Das geht doch mit Sicherheit. Mal rumfliegen. Ich glaube, das war ohne Sinn. War das ohne Sinn? Ich weiß es nicht, aber jetzt haben wir halt eine Höhe gewonnen. Ne, guck mal, da oben sind wir. Wir müssen hier rüber. Da oben müssen wir hin. Ja, es geht aber. Ist auf jeden Fall, glaube ich, schneller, als würden wir vom Vulkan aus wieder fliegen. Aber wir können uns da doch ein Portal hinsetzen. Dann können wir doch da immer hinreisen. Warum machen wir denn das eigentlich nicht? Ich weiß nicht, ich habe diese Portalfunktion nach dem Update nicht mehr benutzt, beziehungsweise eigentlich noch nie so richtig benutzt. Kann ich ja mal hinsetzen, eigentlich eins. Wenn ich wüsste wie. Vergrößern, auswählen, Fahrt des Helden, Chica-Sensor, Schleichforelle. Wie geht denn das? Das war doch so, dass man... Ach, warte mal. Hatten wir da nicht ein Item gehabt oder so? Nee. Das will ich jetzt rausfinden. Wie war das? Ach ja, by the way, wir haben uns mal so eine Leunenmaske noch gekauft, ne? Hätte mir noch gefehlt gehabt. Habe ich irgendwann mal offscreen gestern noch gemacht. Okay, hier war ja nur Essen, Essen, Essen. Na, wo ist denn dieses Ding? Ach doch, da war's da gerade. Ja, war ich gerade drauf. Teleport-Medaillon. Platzieren wir mal hier. Ja. Dann können wir uns immer schön hierhin teleportieren. Warum denn nicht gleich so? Hätten wir uns eine Menge ersparen können. Also den haben wir gemacht. Ist eigentlich egal, wie wir machen. Nehmen wir mal ihn hier. So, hier ist eine Krabbe. Eine Krabbe. Da ist die Krabbe. Können wir uns da auch hin teleportieren, aber ich muss trotzdem nochmal gucken. Wo genau? Da am Zipfel. Da so. Oder hier? Ich glaube, hier war das. Und die andere Markierung. Klappe ich hier mal wieder weg. So. Dann. Nein. Da geht's. Also, ach nee, warte mal, guck mal. Wir können uns jetzt ja gleich noch die anderen Markierungen setzen. Warum machen wir nicht eigentlich einmal alles gleich sofort? Würde uns wieder eine Menge ersparen. So.
Hier haben wir, woran kann ich mich hier orientieren? An Wasser und an Lava. Hier haben wir Wasser und Lava. Das ist das Einzige. Sieht aber irgendwie anders aus. Das könnte hier sein. Ja, doch. Sieht so aus. Und dann da. Denn da. Okay. Gut, dann haben wir unsere zwei Punkte. Dann werden wir hier mal zur Kramme, zum Shora-Haarschrein reisen. Ja, das kriegen wir eigentlich ganz gut weg. In diesem Gebiet. Finde ich, sind sie doch relativ leicht zu sammeln. Vielleicht haben wir uns einfach nur so ein bisschen doof angestellt in der Wüste. Oder in der Wüste wird es halt einfach ein bisschen schwerer. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mal gucken. So, der Shora-Haarschrein. Dann werden wir mal zu dem Punkt hinreisen. Ach, mit so einer blöden Bahn. Ich kann die hier raufsetzen. Dann kann ich mich darauf setzen. Und jetzt ist halt die Frage. Wie bewege ich das Ding? Ich habe das nie gemacht. Ich müsste halt hier ein paar Bomben platzieren, ne? Und die dann hochgehen lassen. Einmal. Und zweimal. Ganz ehrlich, müsste ja reichen, oder? An Bomben. Dann werden wir dieses Ding hier halten. Dann werden wir das explodieren und das. Achso, jetzt sind beide explodiert, okay. Gut, die Fahrt kann beginnen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Alter, mach keinen Scheiß. Gut, von hier aus müssen wir dann fliegen. Mann, 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 Mann. So, guck mal, was ist denn da unten? Was ist denn das? Seit wann gibt es hier so eine Vögel? Die sehe ich das erste Mal. Nicht bekommen, ja? Ja gut, egal jetzt. Guck mal, der ist gerade ins Feuer gerannt, der Trottel. Hier soll doch das sein, oder? Hier habe ich es mir auf jeden Fall markiert. Ach so, guck mal ihn hier. Nee, doch nicht. Ich dachte, er wäre jetzt so ein Magma-Rock. Müssen wir wahrscheinlich einfach weiter? Guck mal, da haben wir einen Wächter. Der steht da 100 pro auf. Nee, tut er nicht, okay. Das ist halt komisch, weil ich es mir hier markiert habe. Okay. Also lege ich hier nochmal ein paar Bomben hin. Ja. Was soll ich dazu sagen? Trottel oder was? Ja, vielleicht. Kommen wir an die wieder ran? Unser fahrbarer Untersatz ist weg. Oh, ist jetzt nicht dein Ernst, ey. Oh, sowas nervt schon wieder.
Das heißt, ich muss den Part schneiden. Bis gleich. Jo Leute, also ich bin nochmal zurückgereist und habe mir nochmal die genaue Position angeguckt. Wir waren hier, diese Position ist falsch, denn wir müssen dahin. Das heißt, wir müssen uns nicht mit dieser blöden Bimmelbahn da auseinandersetzen. Ein Glück, ey, ich mag die eh nicht. Also wir sind hier wieder am Todesberg oben drauf oder der Vulkan von Eldin, je nachdem wie man ihn nennen will. Und ich fliege jetzt einfach nochmal darüber. Denke ich, ist einfach das Beste, was man hier machen kann an der Stelle. Man muss natürlich einmal den Krater rum. Und dann kann man von da aus dann besser fliegen. Also man muss halt einmal um den Titan rum. Ne? Wenn man dafür nicht nach oben hin an ihn vorbei, weil sonst meckert das Spiel. Hey, du darfst dich nicht zu nah an den Titan bewegen, er ist gefährlich. Dann schmeißt er dich halt wieder raus. Schmeißt er dich wieder an dem ursprünglichen Ort hin. Also musst du einmal von unten nach oben gegen den Uhrzeigersinn den Krater entrum wandern. Und hast es dann irgendwann geschafft. So, jetzt muss ich mal schauen. Also in der Lava müssen wir ja wahrscheinlich nicht sein. Das wird ja hier irgendwo sein. Müssen wir dagegen irgendwen kämpfen? Oder was sollen wir da machen? Weil diese kleine Insel... Jo, die können wir auch von da oben noch rein theoretisch befliegen, wenn wir da hoch müssten. Mal schauen. Aber ich denke mal, da unten wird schon irgendjemand sein. Nein, da unten ist keiner. Schade. So. Oh. Gegen den sollen wir also kämpfen. Das ist kein Problem noch. Das ist doch kein Problem, Mann. Machen wir einfach den. Kühlen wir ihn ein bisschen ab. Und dann könnten wir... Nee, warte mal. Ich will damit so einen komischen... Oha. Ich will damit so einen Äonenpfeil oder wie die Ding da heißt draufballern. Er soll sich mal wieder heiß machen, weil dann fällt er nämlich wieder um. Und dann ist der eigentlich Geschichte. Ja, er macht sich heiß. Oh. Und jetzt kannst du dich wieder abkühlen. Denn jetzt kriegst du einen mit diesem wunderschönen Pfeil. Gegen deinen... Hä? Gegen deinen Kopf? Das bringt überhaupt nichts. Gut, jetzt ist die Überlegung, wie kann ich ihn jetzt besiegen? Mit Bombenpfeile? Achso, klar. Die explodieren natürlich hier in der Hitze. Wir können keine Bombenpfeile anwählen. Aber wir müssen da nach oben. Aber wir kommen nicht da nach oben, weil er ja nicht hier hinkommt. Müssen wir den jetzt komplett mit Pfeilen besiegen, oder was? Ach, guck mal her. Wir können fliegen. Es wird also ein Luftkampf. Ein Lava-Verbrennungskampf. Der Kampf wird doof. Dann brauche ich hier mal... Warte mal, das Masterschwert hat ja schon gut Power, aber ich glaube, der hat mehr Kraft. Ach, verdammte. Okay, das werden wir jetzt öfter sehen, wie ich in die Lava falle. Ich hoffe nicht. Macht er sich eh wieder heiß? Alter, ist ganz schön schwer hier auf den... Oh. Das ist ganz schön schwer auf den Typen zu landen, ohne dass man immer runterrutscht. Alter. Haben wir es geschafft.
hat er uns mal angreifen lassen. Und ans rettende Ufer gleich gerettet. Ja gut, jetzt kann man sich drum streiten. War das jetzt doof von mir, dass ich so oft in die Lava gefallen bin oder nicht? Ich weiß nicht. Ich selber fand es jetzt irgendwie doof von mir, dass ich so oft in die Lava gefallen bin, weil es hätte eigentlich nicht sein müssen. Aber jetzt hat er irgendwie ganz gut stillgehalten. Von daher war es jetzt eigentlich... Weiß ich nicht. War vielleicht Glück ein bisschen mit dabei? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wir untersuchen nun den Schrein und werden hinein. So, aber erstmal werden wir uns wieder ein Masterschwert ausrüsten. So. Was erwartet uns? Hast du schon einmal das Magnetmodul auf einer Metallkiste in einen feindlichen Lager gerichtet? Der Versuch könnte sich lohnen. Ja, habe ich aber schon mal gemacht. Mit Kisten um einen herumschmeißen. Hä, was ist denn hier los? Achso, okay. Ich dachte gerade, da kann man ja einfach so hin, aber kann man nicht. Gut, hier müssen wir Bomben reinlegen. Gerade noch so, ey. Jetzt kriegen wir eine große Kugel. Heißt das, wir haben auch nur einen Versuch jetzt Zeit, oder was? Also, ein Versuch nochmal. Und wenn wir jetzt verkacken, was ist dann? Na gut. Feuer! Ach nee, okay, die kommt immer wieder. Ich habe mir da schon Sorgen gemacht. Das ist eine coole Quest irgendwie. Wir müssen ein bisschen früher schießen. Natürlich. Natürlich. Das Ding bewegt sich auch noch. Da müssen wir irgendwie auf gut Glück probieren. Jetzt kommt's runter. Das kann man doch. Ja, und genau jetzt verkacke ich, ne? Genau jetzt denke ich mir, oh, schießt du mal ein bisschen früher. Aber ich warte mal. Jetzt. Ach komm, ey, hör auf. Das ist doch doof, ey. Na ah, okay, komm. Jetzt schaffen wir's. Jetzt ist schon viel Pussys. Okay, den doch nicht. Ich dachte gerade, der hält an. Gut, also ganz ruhig. Wir sind hier gerade irgendwie wieder ein bisschen im Stress. Wir müssen uns entspannen und jetzt schießen. Siehst du? Ist doch nicht so schwer, ey. Was habe ich mich denn da immer so? Warum klappt denn das nicht immer gleich beim ersten Mal? So, und da unten haben wir wahrscheinlich das Truhenrätsel. Wobei ich langsam mal überlegen bin, ob es Sinn macht, sich die Truhe zu holen, weil, ey, ganz ehrlich... Da ist doch nur Mist drin. Will ich doch eigentlich gar nicht mehr haben, oder? Soll das hier sein? Bewegen. Ach so. Muss ich hier meinen Controller wieder bewegen? Komm dagegen voll geskillt gegen mein Mikrofon. Lass das mal so, ich habe keine Ahnung. Ich weiß jetzt gerade auch nicht so genau, wie der schießt. Ich muss mal einen Probeschuss machen, um dass ich weiß, wonach ich mich da zu richten habe. Bombe, geh doch jetzt mal rein. Danke. Ey. Profi und so. Okay. Das war... Ganz ehrlich, das war Glück, okay? Das war Glück, aber man darf ja auch mal ein bisschen Glück haben, ne? Jetzt müssen wir das Ding hier irgendwie wegbewegen. Alter, kriege es nicht hin. Krieg's doch hin. Ich hoffe nur, dass ich da irgendwie durchschießen kann. Das Ding ist im Weg. Das Ding ist im Weg. Wie funktioniert es aber auch nicht? Da wo ich hindrehe, da dreht er nicht hin. Aber das sieht doch gut aus. Da müssen wir doch eigentlich durchkommen. Oh, ich liebe ja so eine Rätsel.
Das ist Ironie, ja? Also, mache ich natürlich nicht so. Aber ey, es war schon wieder gut. Vielleicht liebe ich sie ja doch insgeheim. Ich will es mir eigentlich nicht so wahrhaben. Ja, ich will es wahrscheinlich irgendwie nicht wahrhaben. Und die Rätsel machen mir irgendwie nie Probleme. Jedes Mal habe ich irgendeine schöne Lösung. Gut. Dann müssen wir wohl Basketball spielen. Da muss die Kugel da rein. Machen wir das noch für die Truhe. Ja, aber der Schrein ist toll. Der macht Spaß. Ach. Okay, dann müssen wir es halt runterschießen. Ich dachte, die Kugel muss da rein. Warte mal. Okay, wahrscheinlich damit Magnetmodul rausholen die Truhe, kann das sein? Weiß es nicht, wir müssen mal gucken. Hätte jetzt gedacht, dass ich hier die Kugel reintreffen muss. Das sieht doch fast so aus. Als ob da die Kugel rein muss. Aber dann halt nicht. Dann holen wir sie halt so uns. Sind wir drin? Lohnt es sich mal? Diamant. Ja doch, Diamant lohnt sich. Ist okay. Ist ein schöner Schatz. Bringt schön Asche ein. Wo sind eigentlich meine Leben hin? Könnt ihr mir das mal verraten? Ach so, klar, die habe ich bei dem Typi verloren. Krass, echt so viele habe ich verloren. Dann ist es ja gut, dass wir uns jetzt heilen. Mit dem zweiten Dingens, was wir jetzt bekommen. Öffne dich. Ding. Du hast meine Prüfung gemeistert, Mann. Ey, du bist voll cool, Mann. Zeichen von Rudania. Nummer 2. Fehlt nur noch eins. Ja, okay. Lässt du mich gehen? Oh yeah. Okay, haben wir das hier auch. Können wir löschen. Und jetzt haben wir hier unten noch einen. Da können wir eigentlich auch hinfliegen. Die Ladezeit überlebt. Und runter geht's. Ach nee, falsche Richtung. Hier wollen wir runter. So. Das müsste ja. Kannst von oben nicht so erkennen. Vielleicht hier? Da, da? Nee, da sind wir jetzt drüber. Nee. Hm. Na, mal gucken, wo wir landen letztendlich. Oh, da leuchtet was. Haben wir da einen Schrein? Nee, ne? Vielleicht sollen wir da hin. Das sehe ich zum ersten Mal, dass da was leuchtet. Was soll das? Sollen wir uns da trauen und einfach mal reinspringen? Ich bin mal so verrückt, ne? Mach das mal. Durch die Lava halt. Ja. Hat irgendwie nichts gebracht. Hat irgendwie nichts gebracht. Ne, was sollen wir denn da machen dann? Egal was wir anhaben, egal was wir eingenommen haben an Medizin, Lava bringt uns um. Ich könnte probieren, da haarscharf rüber zu gleiten, aber das reicht vom Weg nicht. Dann werden wir auf jeden Fall auch sterben. Eigentlich müsste uns die Lava nicht runterfallen lassen mit dem Gleiter.
Weil die doch ständig permanent heiße Luft rausspucken müsste, oder? Weiß es nicht. Ich will erstmal hier auf diese Steinsäule landen, um mir mal einen Überblick zu verschaffen. Von dem Ganzen. By the way, können wir hier den Krog noch mitnehmen? Naja, oh man, cool, ey, du hast mich entdeckt. Jo. Krass, ne? Hier für dich. Da haben wir Goronen. Guck mal, heiße Luft steigt da aber nach oben. Und da haben wir noch einen Metallwürfel. Und da auch. Dann können wir uns vielleicht ja doch eine Brücke basteln. Basteln, wie das sich anhört. Und da haben wir einen Gegner. Jetzt sollte kein Problem sein mit Eispfeilen. Ja. Kurzen Prozess. Kurzen Prozess. So, jetzt probiere ich mal von da oben. Irgendwie so eine Plattform zu machen mit den zwei Metalldingern. Und da vielleicht irgendwie unten in der Lava stehen kann. Reicht aber nicht von hier oben. Ich muss dann doch runter. Ach, guck mal. Das reicht doch. Also eine Kiste. Da ist die Kiste. Gut. Muss ich weiter, komme ich mit meinem Magnet nicht. Probiere das Ganze mal. Guck mal, ich kann nicht mehr berühren, die Kiste. Wie soll denn das gehen? Vielleicht kann ich ja. Von da oben kann ich auch nichts mehr anwählen, oder? Nee, zu weit weg. Und beugen und strecken. Du bist unser vierter Bruder, der den Ausdauerhärtetest bestanden und Schneideklippen gemeistert hat. Weißt du, warum Darukrecke der Goron diesen Ort gewählt hat, um zu trainieren? Wir sind die drei hitzigen Goron-Brüder und wir werden die Antwort finden, indem wir selbst hier trainieren. Keine Frage, der große Darok wurde so stark, weil er hier unermüdlich trainiert hat. Wir werden beim Trainieren alles geben, beim Training, und genauso stark werden wie er, der große Darok. Das ist der große Weg, das ist der Weg, den wir die drei hitzigen Goron-Brüder gewählt haben. Hier brennt die Luft. Hier siehst du den leuchtenden Ring im Lavasee, ja, dorthin, und dann stell dich in die Lava. Ich will's ja so selbst Goron kennen, blablabla, ob Darok hier wirklich trainiert hat. Ja, kein Wunder, dass der große Darok hier wird's einen großen, was, nicht gleich gegeben haben. Wir brauchen eine Strategie. Ja, ich habe eine Strategie, aber irgendwie funktioniert die nicht. Oder doch, vielleicht funktioniert die, ja. Gucken, ob ich da drauf landen kann oder ob ich gleich sterbe. Ja, ich sterbe. Kann hier nichts machen. Ich brauche ein längeres oder größeres Magnetmodul. Kann ich vielleicht auf so einen Felsen landen? Dass ich da irgendwie hinfliege? Ja, von dem Felsen aus, da könnte ich mir vielleicht eine Brücke basteln. Ich hoffe nur, ich lande auch drauf. Ja, okay. Sehr schön. Dann basteln wir mal. Da eine. Hoffentlich komme ich da ran. Nein, natürlich nicht.
Ist dein Ernst jetzt? Ist dein Ernst, dass ich da jetzt nicht rankomme? Das ist jetzt doof. Das ist wirklich doof. Will ich mal was probieren? Wow, das hat's gebracht. Hat's echt gebracht, ey. Jetzt komme ich nicht mehr an diesen Dinger, ne? Ein Flug haben wir noch. Dachte, ich kann da noch rübergleiten, hat aber nicht gereicht. Ich hätte jetzt meinen Flug anwählen können, aber dann habe ich den nicht mehr für nachher. Ich brauche den noch. Also eine Kiste haben wir da. Wir müssen probieren, die Kiste dazu bekommen, damit wir damit die Steinfelsen ein bisschen bewegen können. Jetzt erwische ich die von hier auch nicht mehr, ne? Okay. Gut, dann werden wir es jetzt mal richtig machen. Kiste lege ich mal hier hin erstmal. Und mit dieser Kiste werde ich diesen Steinfels hier mal ein bisschen mittiger hin verschieben. Dass wir auch von da aus ein bisschen was machen können. So. Dann lasse ich die Kiste hier gleich mal liegen. So schwer ist das Rätsel doch eigentlich gar nicht. So, diese Kiste kommt dann auch dahin. Guck mal, kann ich ja direkt eigentlich nachschieben. So. Okay, dann haben wir da beide Kisten und jetzt müssen wir von da oben rauf fliegen auf den Fels. Ich hoffe, ich schaffe das. Weil von dem Feld aus, von dem Fels aus da hinten müssen wir dann mit unserer Fliegefähigkeit darüber fliegen. Wir haben nur noch eine. Also müssen wir uns die aufsparen. So. Gut. Verratet mir bitte. Hä? Was geht denn jetzt hier ab? Machen wir es halt so. Verratet mir bitte, was war jetzt daran so schwer, ne? Weiß es nicht. Ich wollte jetzt eigentlich die zwei Metalldinger unter dem blauen Kreis mir so hinstapeln, dass ich dann in dem blauen Kreis drin stehen kann. Aber anscheinend hat der Stein auch gereicht. Ja gut, dann sage ich dazu mal nichts. Wir brauchen trotzdem unsere Fliegefähigkeit. Schön, dass wir uns hier aufgespart haben, weil jetzt können wir nämlich hier hochfliegen. Wir müssen uns dann nicht umbringen. So, aber ich denke, im nächsten Part sehen wir, wie es weitergeht. Im Rino Himiki, ne, Himika Schrein. So. Ja, denn schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Schaut doch beim nächsten Mal wieder mit rein, wenn es heißt. Ja, was heißt es denn eigentlich? Ich weiß es nicht. Failen im neuen DLC? Und wieso? Na dann. Schönen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Das erwartet euch im nächsten Part. Lava, Lava, Lava. Flammenschutz. Alles klar. Gut, denn ist ja schon mal klar. Flammenschutz, was wir da brauchen. Das. Gut, Brandschutz. Bis später. Tschüss.